Herzlich willkommen zum Tag 31 unserer Weihe an den heiligen Josef. Böse Geister fürchten Jesus. Böse Geister fürchten Maria. Böse Geister fürchten auch den heiligen Josef. Böse Geister haben Angst vor dem heiligen Josef, weil er allein, der Bräutigam, der Immaculata und der Vater Jesu Christi ist. Der heilige Josef ist der Zugang zu Jesus und Maria. Alles, was ihn berührt, wird zur Reliquie. Er rettete den Erlöser vor Herodes, verbrachte Jahrzehnte in Anbetung, übte väterliche Autorität über Jesus aus und ermöglichte es, Jesus und Maria ihr Opfer auf Golgatha darzubringen. In der Person des heiligen Josef haben böse Geister viel zu befürchten. Er ist mächtig. Der Titel Schrecken der bösen Geister ist der einzigartigste Titel des heiligen Josef. Es ist ein furchterregender und gebieterischer Titel. Es ist der Titel eines Kriegers. Die Lilie, die der heilige Josef in der Hand hält, ist eine mächtige geistliche Waffe, ein Schwert der Reinheit. Es hat die Kraft, feuerspeiende Drachen zu durchbohren und jede Form von Schmerz und Finsternis zu besiegen. Die Lilie, die er führt, ist eine Bedrohung für alle schmutzigen Kräfte Satans. Dämonen haben Angst vor der bloßen Erwähnung des Namens des heiligen Josef. Sie fürchten alles vom heiligen Josef. Der Geist des heiligen Josef ist immer bereit, Jesus, Maria und die Seelen zu beschützen, zu verteidigen und für sie zu kämpfen. Ob der heilige Josef wach ist oder schläft, die Hölle zittert vor dem Vater und König der heiligen Familie. Der heilige Josef wird uns vor Satan und seinen bösen Geistern beschützen. Die Welt betrachtet diese Kreaturen zwar als Märchen und Legenden, aber sie sind real. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Satan und seine bösen Geister durchstreifen die Welt, um uns zu holen. Um den Teufel zu besiegen, brauchen wir Jesus, Maria, den heiligen Josef und die Lehren und Sakramente der katholischen Kirche. Wir beten zum Abschluss die Litanei zum heiligen Josef.